Gut. Dann werden wir wohl wiederkommen müssen, wenn wir einen Schlüssel haben. Hier fehlt der Schlüssel. Alter, was ein Schlüssel. Ich kenne ja NATO-Knochen, aber das hier? Übertreib's halt. Gut, ansonsten haben wir hier anscheinend nichts verloren. Wir brauchen einen Schlüssel. Und wir... Wir gehen mal zurück. Genau. Was ist denn das hier für ein grüner Kleber, bitteschön? Oh hey, hier können wir musizieren. Aua, mir geht es nicht so gut. Ernsthaft? Wir haben jetzt gerade nicht wirklich diesen Fugu angegrabbelt. So, ich muss mich jetzt aber nicht beeilen mit irgendwas hier, oder? Hier unten liegt eine Batterie. Ach, das ist ein Wimmelbildspiel. Ach du heilige Scheiße. Da ist eine Kopfbedeckung, okay. Vase, Kanone. Alter, ist das mies. Ich dachte, da passiert irgendwas Lustiges, irgendeine lustige Animation, wenn ich auf den Fisch klicke. Auf einmal sind wir hier vergiftet. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir da reingebissen. Um Fugu mache ich sowieso einen Bogen. Also, wenn mir jemals einer angeboten worden wäre, was er nicht ist. Aber ich würde ihn ablehnen. Aber das ist ja echt mal gemein. Vase. Vase. Clear hoch das Vase. Kanone. Ich habe so eine vase Vermutung, dass ich die Kanone so nicht finden werde. Nein, die Witze werden nicht besser. Das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Let's Play, dass die Witze nicht besser werden. Schiffssteuer. Ist ja nicht so, dass das sonst schon zu einfach wäre, ne? Hier ist die Kanone. Hey, das ist doch eine Kiste. Eine Nähmaschine. Und ein Schiffssteuer. Eine Pfanne. In die fühle ich mich gerade ein bisschen gehauen von dem Spiel. Hier habe ich die Muskete gesehen, genau. Hier hinter den Blubbern ist was. Nein. Das Tor ist ja auch mal geil. Dahinter wohnt bestimmt irgendein Kreativer. Armband. Alter, wie soll ich hier drin in der Mitte... Ahahaha, da ist es. Okay, ich beschwere mich nicht. Naja doch, ein bisschen. Die Pfanne fehlt uns noch. Pfanne, 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 Pfanne. Nervig. Kiste, Nähmaschine, Schiffssteuer. Alter, ist das ein mieser Screen. Können wir das Spiel vielleicht austricksen? Kann ich vielleicht den... Nein, den Bildschirm kann ich nicht verlassen, damit der Effekt aufhört. Da wurde also entsprechend mitgedacht, wie es aussieht. Kiste, Nähmaschine, Schiffssteuer. Schiffssteuer ist aber nicht etwa ein Zettel, wo die Abgaben für die Benutzung eines Schiffes draufstehen oder sowas, ne? Das hier könnte vielleicht ein alter Motor sein oder so. Lässt sich schwer erkennen. Hier lässt sich generell alles schwer erkennen gerade. So, ich setze mich mal gerade ein bisschen anders. Mikro wieder ausrichten. Oh Mann. Pfanne. Schiffssteuer. Teekessel? Nein. Da ist die Pfanne. Kann ich jetzt diese Kiste hier mitnehmen? Nee, da brauchen wir natürlich... eine andere, ganz besondere Kiste. Die ist nämlich kistiger als die anderen Kisten. Die hier vielleicht? Ja. Dann brauchen wir noch die Nähmaschine. Nähmaschine. Hier hinten sind so ein paar Maschinenteile. Ich klicke da einfach mal blind rein, solange es unscharf ist. Ach, guck mal, hier ein Affe.
Nähmaschine und Chefsteuer. Nähmaschine und Chefsteuer. Ich nehme mal den 50-50 Joker. Das ist die Nähmaschine? Ah, doch, ja, okay. Hier ist der Standfuß. Hier sitzt sie drauf, hier kommt der Arm, hier unten ist die Nadel und hier hinten ist das Schwungrad. Das ist aber... Ist die gerade verschwunden? Wenn ich immer genau darauf achte. Jetzt ist das Ding hier genau zu sehen. Weg! Was ist das denn Gemeines? Ajo, okay. Passiert dasselbe etwa auch mit dem Schiffssteuer? Muss ich hier auf Sachen gucken, die auftauchen und verschwinden, wie sie lustig sind? Ist es das? Ich find's trotzdem nicht. Das finde ich nicht gut. Zing. Na gut, das wäre eigentlich sogar sichtbar gewesen. Jetzt warte ich aber doch nochmal einen kurzen Moment. Ich will nämlich sehen. Das ist teilweise wirklich nicht sichtbar, oder? Oder habe ich einfach falsche Gamma-Werte? Seht ihr das dann auf YouTube? Nee, jetzt ist es wieder weg. Und jetzt taucht es wieder auf. Alter, ist das ein mieser Screen. So, und nachdem wir jetzt hier aufgeräumt haben, das ganze Gerümpel zur Seite geschafft haben, jetzt suchen wir nach dem Gegengift, wie man es auch aussehen mag. Ich meine, ich hatte hier vorhin irgendwo eine Fiole gesehen, wo ich dachte, das könnte wichtig sein. Hab aber vergessen, wo. Na schön. Dann suchen wir mal. Hier, kann es das hier sein? Jaha, na also. Ruhig. Alter, was eine miese Nummer. Können wir hier jetzt vielleicht irgendwas mitnehmen? Hinter diesem Geysir. Solange er sprudelt, komme ich nicht heran. Okay, gut, dann brauchen wir dafür wohl den Kran, dass wir hier die Geysire umlenken. Hier haben wir sonst nichts mehr zu wollen. Wir können jetzt da vorne durch das Tor. Nee, wir können zum Tor. So, den Drahtknüpser nehmen wir schon mal mit. Und sonst so. Können wir damit hier schon mal durch vielleicht. Okay, Leute, jetzt habe ich gerade Angst, aus dem Bildschirm zu klicken. Also wenn ich hier jetzt klicke und wir sind gleich weg, dann wirst du Bescheid. Nee, das passt. Okay. So, da verschwindet der Spaß. Das heißt, ich muss hier wirklich mit der Spitze des Ganzen klicken. Ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich will nicht, dass das Spiel schon wieder abschmiert. Das läuft ansonsten so schön stabil. Aber was das angeht... Gut, ansonsten sehe ich hier jetzt nichts mehr. Dann kümmern wir uns jetzt einfach mal um die Kiste hier. Dafür wird der Knüpser hier wahrscheinlich da sein. Jo. Ah ja, der Schlüssel und mal wieder... Ah, eine Nachricht von der Dynamo Gang. Lang, lang ist's her. Lieber Möchtegernheld, mein Werk ist fast vollendet. Ich habe Gideons mechanische Mona mit deiner Biospule ausgerüstet. Und niemand, vor allem nicht du, wird mich nun aufhalten. Dein Untergang wird mir ein Genuss sein. Bitte triff mich sofort am See, sodass ich dies tun kann. Hinterhältigst, Blaubart. Deine Biospule, ich Blaubart. Muhahaha. Okay, ich kann sowas nicht. Memo an mich, böses Lachen üben. Und hier oben ich Blaubart, ja. Bin ich ja mal gespannt. Sag mal, von den Kritzeleien her, ist Blaubart vielleicht am Ende ein Kind oder irgendwie sowas? Okay, wir haben den Schlüssel. Doch nicht so ein NATO-Knochen, wie ich dachte, aber der gehört nicht hier rein. Muss wohl doch so einer hier sein anscheinend. Und wofür brauchen wir diesen Schlüssel dann bitte? Ich laufe nochmal da hinten hin.
Hier vielleicht? Nein. Nein. Natürlich, den Drahtknipser haben wir auch weggeschmissen. Wir hätten ja nur hier durchkommen können. Oha. Schlüssel, Schlüssel. Okay, das könnte jetzt lustig werden. Dann... voll pervers und so. Na gut, lassen wir das. Dann wollen wir jetzt mal ernsthaft hier gucken. Okay, die leuchten also auf, wenn sie richtig sitzen. Das heißt, wir sehen, wenn es passt. Das ist eigentlich fast schon zu einfach. Okay, hier passen alle fünf. Gucken wir jetzt mal von der Seite hier. Oh. Kann ich wieder rausdrücken hier. Ist das vielleicht nur eine Finte, dass hier auf der rechten Seite alle fünf passen? Soll das so vielleicht gar nicht? Doch, so soll es. Jetzt sollen wir den... Da stand doch gerade, finde den Kranschlüssel. Okay, gehen wir weiter. Eine beleuchtete Allee und... Was ist das denn für einer? Okay, wir lesen erstmal nochmal. So, der alte zugekettete Kühlschrank. Kein gewöhnlicher Kran. Ich gehe nach links, gehe nach rechts. Ich klettere, ich springe und schlage mich durch Dschungel, Berge und durch Schluchten. Das ist mein Job. Und ich scheine es gut zu machen. Denn hier bin ich nach 4 Jahren in der Liga. Doch Kugelfische kann ich nicht ausstehen. Ich wollte ihn einfach streicheln und zack, dieser Fisch muss mal auf die Couch. Übellaunig und beratungsbedürftig. Dieses verbogene Tor muss das Werk eines Schrotthändlers sein. Oder eines Künstlers. Ich erinnere mich an unsere Einfahrt in Arkansas. Man konnte es nicht umfahren und wenn man hinüberklettern wollte, wurde man von den Hunden bis auf die Knochen zerfleischt. Die Hunde waren wie Landpiranhas. Dieses Tor könnte jedoch leicht überwunden werden. Also, dieses Tor könnte ich jedoch leicht überwinden, wenn da nicht dieser klobige Anzug wäre. Ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und das Schloss knacken. Na gut, das war ja jetzt sogar relativ einfach, wir hatten ja die Schlüssel. Dann haben wir hier Dynamo Gang und das sieht schon besser aus. Langsam sieht es hier ganz nett aus. Ich sehe eine Behausung vor mir. Biolumineszente Quallen scheinen als Wegbeleuchtung zu dienen. Die fasse ich besser nicht an. Nicht nach dem Kugelfisch jedenfalls. Die Lektion haben wir gelernt. Hier unten ist alles äußerst gereizt. Oh, wer ist das? Herr Schildkröte? Er sieht aus, als könnte er Karate. Mit ihm verscherze ich es mir besser nicht. Wie sieht man denn aus, wenn man so aussieht, als könnte man Karate? Meine Mama sagte immer, traue keinen Laternenmasten. Na schön, dann trauen wir denen halt mal nicht. Alter, was ist denn hier hinten runtergekommen, du? Das ist ein riesen Flugzeugträger. Ja, derbe. Ja, hier sind noch so ein paar Propellermaschinen. Könnte irgend so ein Weltkriegsgedingse gewesen sein. Und hier sind die Kanonen, die sie aufs Land richten oder mit denen sie andere Flieger vom Himmel holen. Oder so. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber irgendwie sowas in der Art werden die Kanonen hier wohl machen. Hier hinten die Torbögen sehen ziemlich cool aus. Ja, entschuldigt bitte, ich sehe mich gerne um. Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas rumfingern? Nein. Eject und dann springt auf einmal der Anzug auf. Nee, keine Ahnung. Wir gucken uns mal den Hansel hier an.